Also Neurofeedback ist eine computergestützte Therapiemethode, bei der man die Hirnaktivität sichtbar machen kann, beziehungsweise wird dem Gehirn über einen Monitor oder über einen Lautsprecher quasi gespiegelt, was es gerade macht. Es bekommt eine Rückmeldung und ein Feedback. Und dieses Feedback dient dann dazu, die Selbstregulationsfähigkeit des Gehirns zu trainieren. Das heißt, wenn etwas in eine Schräglage gerät, dann sollen die Gehirnzellen dazu motiviert werden, das selber wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, aus eigener Kraft sozusagen. Und viele Diagnosen oder auch ungute Verhaltensmuster sind auf solche Fehlregulierungen der Hirnaktivität zurückzuführen. Und das Neurofeedback gibt im Grunde genommen die Möglichkeit, so auch aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass das Falschgelernte wieder umgelernt werden kann. Das Neurofeedback wird bei einer Vielzahl von Diagnosen eingesetzt. Seien es jetzt Probleme mit Aufmerksamkeit, Konzentration oder auch Schwierigkeiten in der Impulssteuerung, bei Ängsten, bei Lernleistungsproblemen, aber auch bei emotionalen Schwierigkeiten, die sich dann zum Beispiel so auf der körperlichen Ebene zeigen, wie etwa Kopfweh, Bauchweh, Schlafstörungen und vieles andere mehr. Ein gutes Ziel von der Therapiemethode kann auch zum Beispiel die Reduktion von Methylphenidat sein. Und was man sagen muss, das Neurofeedback ist auch nicht nur anzuwenden, wenn man eine Diagnose hat. Im Gegenteil. Ja. Es kann auch dann angewendet werden, wenn beispielsweise in bestimmten Entwicklungsphasen oder Lebensphasen gewisse Dinge nicht rundlaufen. Und das findet man bei Kindern und Jugendlichen recht häufig und sie leiden dann darunter. Es gibt Phasen, wo sie sich mit sich selber nicht auskennen, wo sie dann unzufrieden werden, nicht mehr so ihre Leistung bringen, nicht mehr belastbar sind und was dann auch zu einer Belastung führt für sie und auch das Umfeld. Also hier leistet das Neurofeedback wirklich sehr wertvolle Dienste, wenn es auch richtig angewendet wird. Das ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Neurofeedback-Behandlung wirklich von ausgebildeten Therapeuten durchgeführt werden sollte, weil so individuell jeder Mensch ist, so individuell sollte auch die Behandlung sein. Und dann kann sie auch sehr, sehr fruchtbar und sehr konstruktiv wirken, sozusagen. Das Neurofeedback ist zum Beispiel auch sehr gut in eine verhaltenstherapeutische Behandlung einzubauen, weil es im Grunde genommen ja auch eine verhaltenstherapeutische Intervention darstellt, die dann sehr, sehr gut einzubinden ist. Die Altersgruppe sind so bei uns 7- bis 21-Jährige, wobei auch immer mehr Anfragen von Erwachsenen kommen. Also unserer Erfahrung nach sind die Kinder und Jugendlichen und auch die Eltern eigentlich sehr zufrieden mit der Behandlung. Und wir stellen immer wieder fest, dass auch die, unsere jungen Klienten viel Spaß in den Stunden im ELF-Training haben, weil im Grunde für jeden was dabei ist, was sie motiviert und sie letztlich mit einem Medium behandelt werden, was ihnen in der heutigen Zeit vertraut ist, was ihnen Spaß macht. Und was auch nicht mit einem Leistungsgedanken verbunden ist, sondern eher mit einer gewissen Leichtigkeit. Also es macht einfach Laune, wenn mit Spaß etwas Sinnvolles passiert und das, was auch dann einen positiven Effekt auf die Alltagsgestaltung hat, auf die Alltagsbewältigung und letztlich auch die Probleme, weswegen sie gekommen sind, deutlich weniger werden. In dem ELF-Training halten wir dem Gehirn sozusagen einen Spiegel vor. Die Patienten sind per Elektroden mit dem Computer verbunden. Der rechnet die Gehirnsignale um und zeigt ein Bild auf dem Bildschirm an, was wiederum, wenn das Gehirn einen optimalen Erregungszustand erreicht hat, das Gehirn belohnt oder, wenn das nicht der Fall ist, nicht belohnt. Und durch ständige Wiederholung wird das Gehirn sozusagen trainiert, diesen optimalen Erregungszustand ständig einzunehmen. Man braucht natürlich das EEG-Equipment, also Elektroden, das sogenannte Neuroamp und einen Computer, der die Software hat. Und sonst braucht man nicht viel. Einen Bildschirm, der das Ganze darstellt, einen bequemen Stuhl, ein nettes Setting. Dann kannst du losgehen. Enorm wichtig ist die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut, denn die Trainingseffekte, die geben Anhaltspunkte dafür, wie das Training verläuft, ob es gut läuft oder ob es nicht so gut läuft.
Und dementsprechend muss der Patient immer gut rückmelden können, wie es ihm geht während der Session und auch zwischen den Sitzungen. Also am besten gefällt es mir, dass es auf eine spielerische Art und Weise passiert. Die Kinder und Jugendlichen merken gar nicht, dass sie therapiert werden sozusagen, sondern machen etwas, das ihnen sowieso Spaß macht. So trainiert man das Gehirn, einen perfekten selbstregulatorischen Zustand einzunehmen, ohne dass es derjenige merkt. Und das ist eine schöne Sache. Das Neurofeedback-Training hat auch sogenannte positive Nebenwirkungen. Zum Beispiel berichten viele, dass sie auf einmal besser Fußball spielen können oder konzentrierter Auto fahren. Im Verlauf der Sitzungen werden die meisten auch selbstbewusster und einfach auch emotional ausgeglichener. Also das Neurofeedback ist wirklich eine Methode, die die Kinder und Jugendlichen sehr anspricht, weil sie die Möglichkeit haben zu erfahren, dass ihre Hirnzellen gut arbeiten können und dass sie alles letztlich beeinflussen können und sie auch ihr eigener Chef sind. Und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, das ist das, was wir erreichen wollen und was auch therapeutisch gesehen das A und O für eine gute Entwicklung darstellt.